Richard Wagner, Mein Leben, Folge 35. Mein Oheim Adolf, mit dem ich immer wieder in freundliche Beziehungen trat und welcher auch in Betreff der Musik anregend und fördernd auf mich wirkte, erweckte trotz des tiefen Verfalls meiner damaligen Lebensrichtung immer wieder Neigung zu wissenschaftlichen Studien in mir. Ich nahm bei einem Gelehrten Privatunterricht im Griechischen und las mit diesem den Sophokles. Eine Zeit lang hoffte ich, dass dieser edle Gegenstand mir wieder Lust zum ernsteren Erfassen der griechischen Sprache erwecken würde, allein es war vergeblich. Der richtige Lehrer war nicht gefunden und zudem ging sein Wohnzimmer, in welchem wir unsere Studien betrieben, auf eine Logerberei hinaus, deren widerwärtiger Geruch meine Nerven dermaßen affizierte, dass er mir den Sophokles und das Griechische gründlich verleidete. Mein Schwager Brockhaus wollte mir ein Taschengeld zu verdienen geben und übertrug mir die Durchsicht der Korrekturbogen einer bei ihm in Druck erscheinenden neuen Auflage der durch Löbel neu bearbeiteten Beckerschen Weltgeschichte. Es war dies eine Veranlassung, den oberflächlichen Unterricht, der im Allgemeinen von jedem Gegenstand in der Schule nur erteilt wird, durch Privatstudien zu verbessern und dadurch die wissenswerten Gegenstände mir so anzuzeigen, wie im späteren Lauf meines Lebens es von mir mit den meisten der in der Schule uninteressant vorgetragenen Lehrobjekte geschehen sollte. Ich darf zwar nicht ganz unerwähnt lassen, dass dieses erste nähere Geschichtsstudium mir auch durch den Umstand anziehend wurde, dass er mir per Bogen 8 Groschen eintrug und ich dadurch in eine der seltenen Lagen meines Lebens geriet, mir wirklich Geld zu verdienen. Doch würde ich gegen mich selbst ungerecht sein, wenn ich nicht der lebhaften Eindrücke gedenken wollte, die ich jetzt zum ersten Male durch ernste Beachtung von Geschichtsperioden empfing, von denen ich bisher nur eine sehr oberflächliche Kenntnis hatte. Von der Schule her entsinne ich mich einzig durch die klassische Geschichtsperioden der Griechen angezogen worden zu sein. Marathon, Salamis und die Thermopylen bildeten den Kanon alles aus der Historie mich Anregenden. Nun lernte ich zum ersten Male das Mittelalter und die Französische Revolution genauer kennen, da in die Zeit meiner Korrekturarbeiten gerade der Druck derjenigen beiden Bände fiel, welche diese verschiedenen Geschichtsperioden enthielten. Ich entsinne mich, dass mich namentlich die Schilderung der Französischen Revolution mit aufrichtigem Abscheu gegen die Helden derselben erfüllte. Ohne Kenntnis der vorangehenden Geschichte Frankreichs fand sich einzig mein zartmenschliches Mitgefühl durch die Gräuel der Revolutionsmänner empört und es blieb mir diese rein menschliche Regung so lange vorherrschend, dass ich mich noch in spätester Zeit des wirklichen Zwanges entsinne, welche es mich kostete, der rein politischen Bedeutung jener gewaltigen Vorgänge meine Aufmerksamkeit zu widmen.